Hallo, ich heiße Jöran, Jöran Moos-Mehrholz und begrüße Sie zu diesem Lernangebot des NLQs, das da heißt Heldinnen und Helden der Praxis. Es geht um guten Unterricht, um ganz konkrete Praxisbeispiele, in denen digitale Medien eine wesentliche Rolle spielen. Diese Praxisbeispiele werden vorgestellt von ihren MacherInnen selbst. Das sind 6 Lehrkräfte aus Niedersachsen. In diesem Vorwort hier möchte ich eine Vorschau geben. Was ist das hier? Wie funktioniert das? Und warum sprechen wir von Heldinnen und Helden? Los geht's. Was findet man in diesem Lernangebot? Wir haben 6 Beispiele von Unterricht. Dafür haben wir 6 Lehrkräfte eingeladen, die diesen Unterricht gemacht haben. Und zwar eingeladen hier an diesen Tisch für ein Podcastgespräch. Das heißt, man kann sich 6 Podcasts anhören, in denen die Lehrkräfte dann selbst beschreiben, was sie gemacht haben und wie sie es gemacht haben und warum sie es genau so gemacht haben, wie sie den Weg dorthin gefunden haben. Das ist für mich besonders interessant gewesen, auch vor dem Hintergrund, etwas gleichzeitig über Unterricht und über diese Person und was sie antreibt zu lernen. Die Podcasts sind die erste Ebene. Es gibt noch eine zweite Ebene in diesem Lernangebot. Das sind die Materialien. Weil alle Personen uns auch Materialien dargelassen haben und ihnen damit Materialien dargelassen haben, um selbst konkret und praktisch in dieses Beispiel einzusteigen, das nachzumachen, zu variieren. Das sind verschiedene Vorlagen, Erklärungen, Anleitungen etc., in denen sie stöbern und die sie für ihre Praxis nutzen können. Ein gemeinsamer Nenner dieser 6 Beispiele war für mich nach den Gesprächen, dass es jeweils nicht losging in diesen Fällen mit der Frage, was machen wir denn mit digitalen Medien, sondern eigentlich immer mit einer pädagogischen Frage. Und dann waren die digitalen Medien ein Teil der Antworten auf diese Frage. Alle 6 Personen, die bei uns im Podcast waren, haben mehr oder weniger deutlich der Zuschreibung Heldin oder Held widersprochen. Deswegen ist es mir an dieser Stelle nochmal wichtig zu betonen, dass die Zuschreibung Heldinnen und Helden der Praxis keine Selbstzuschreibung war, sondern von uns entwickelt wurde, als wir dieses Lernangebot konzipiert haben. Und wir haben uns dabei nicht gedacht, dass es irgendwelche übermenschlichen Superkräfte braucht, um mit digitalen Medien guten Unterricht zu machen, sondern wir wollten eigentlich genau das Gegenteil zeigen. Und das ist hoffentlich auch gelungen durch die 6 Praxisbeispiele, die hier vorgestellt werden, weil deutlich wird, dass man mit Unterstützung von anderen Menschen, die man als Vorbild nutzen kann, mit Materialien, die man nachnutzen kann, mit zahlreichen Beschreibungen, die es unter anderem online gibt, von gutem Unterricht, sehr schnell in die Lage kommen kann, erste Schritte dort selbst zu gehen und auch später seine Sachen ständig weiterzuentwickeln und zu verfeinern, mit anderen gemeinsam zu entwickeln und auszutauschen. Für mich persönlich sind diese 6 Lehrkräfte dennoch Heldinnen und Helden der Praxis, auch wenn sie sich selbst nicht so sehen. Ich habe mindestens 3 Gründe dafür gefunden in diesen Gesprächen. Das erste ist, dass alle 6 Lehrkräfte sich uneingeschränkt engagieren für ihren Unterricht, für das Lernen ihrer Schülerinnen und Schüler und das auch ständig weiterentwickeln wollen, was sie tun. Das zweite ist, dass sie nicht gewartet haben, als die digitalen Medien sich als Möglichkeit geboten haben, bis irgendjemand ihnen etwas vorgelegt hat, was sie dann nachmachen sollten, sondern die Dinge selbst in die Hand genommen haben. Ganz häufig wurde im Podcast gesagt, dass sie sich schlau gemacht haben, dass sie nach was geguckt haben, was selbst entwickelt oder angepasst haben und insofern einfach losgelegt haben. Und das dritte und vielleicht das stärkste ist, dass diese 6 Personen sowas wie eine Kultur des Teilens leben. Das ist für sie selbstverständlich ist, dass sie hier von ihren Erfahrungen berichten, auch von den Schwierigkeiten, von den Widerständen, von den Um- oder Irrwegen, die sie gegangen sind. Und nicht nur das, sie haben uns auch Materialien dagelassen und diese Materialien geteilt. Und ich denke, das ist tatsächlich sowas wie eine Superkraft, die mit den digitalen Medien bei den Lehrkräften angekommen ist. Dass es viel, viel einfacher ist, Ideen und Inspiration zu finden, Verbündete zu finden, einen Austausch zu finden, vielleicht auch kritische Freundinnen und Freunde zu finden, Materialien und Konzepte zu finden etc. und darüber die eigene Arbeit ständig weiterzuentwickeln. Vor dem Hintergrund würde ich trotzdem dabei bleiben, dass wir von Heldinnen und Helden der Praxis sprechen können. Warum haben wir diesen Ansatz gewählt? Eine Metapher in den Überlegungen war für mich die von dem Koch und den Rezepten für das Essen. Wenn man etwas nachkochen will, dann kann man natürlich einfach ein Rezept kopieren und versuchen, das Schritt für Schritt möglichst genauso zu kopieren. Aber an vielen Stellen kommt man damit an seine Grenzen und versucht dann zu variieren und eigene Kompositionen aus diesem Rezept zu machen. Und ich glaube, so funktioniert Lernen und Lehren auch bisweilen.
Und die Überlegung von unserem Angebot hier war, dass wir auch die Köche und Köchinnen hinter diesen Rezepten vorstellen wollten und damit deutlich machen wollen, was auch für einen Zusammenhang zwischen diesen inhaltlichen Überlegungen und den persönlichen Überzeugungen dahinter besteht. Ein Wort, das in diesem Zusammenhang ja häufig genutzt wird und was nicht immer ganz einfach zu fassen ist, ist die Haltung. Und ich denke, dass in diesen 6 Podcast-Gesprächen sehr gut die Haltung dieser 6 Personen zu erkennen ist. Sie ist vielleicht schwer zu fassen, aber nach den Podcast-Gesprächen hatte ich die Idee, dass ich viel über die Haltung dieser Personen gelernt habe. Mit dabei ist Simone Becker von den BBS Osterholz Scharmbeek. Ich bin der Meinung, dass ich nie alles wissen kann. Und gerade Jugendliche sind ja in dem Alter viel technikaffiner als ich jetzt in meinem Alter, muss man ja klar sagen. Zu Gast ist Kurt Gerken vom St. Viti-Gymnasium in Zeven. Wir Physiklehrer, glaube ich, und Lehrerinnen natürlich sind, glaube ich, alle kleine Spinner und haben häufig Lust, Sachen auszuprobieren und Sachen anders zu machen. Und eben nicht nur die eingetretenen Pfade zu betreten und zu begehen, die man vom Lehrbuch kennt. Viele probieren unterschiedliche Sachen aus und bei mir ist das Interesse gerade an diesen IT-Geschichten auch durch meine persönliche Geschichte da. Und daher probiere ich diese anderen Wege eben mit, zum Beispiel mit diesen Tablets aus. Eine Gesprächspartnerin ist Claudia Naujoks vom St. Viti-Gymnasium Zeven. Dadurch, dass einem der Alltag erleichtert wird, werden die Kollegen noch offener dafür und sagen, ja, es klappt ja eigentlich ganz gut, es macht uns das Leben leichter. Ich sehe es auch zumindest bei uns an der Schule so, dass wir uns gegenseitig immer auch sehr unterstützen. Also es gibt Kollegen, die sind schon weiter und wissen vielleicht auch schon ein bisschen mehr und die bieten dann selbst auch Fortbildungen an. Wir sprechen mit Maria Kruse von der Grundschule Essen in Oldenburg. Das geht nicht einfach so und nicht so schnell und nicht mal eben zack, zack, sondern man muss sich Zeit nehmen und Ruhe und Geduld und man muss auch ein genaues Bild vor Augen haben und ein Ziel, wo man hin möchte. Das ist natürlich einfacher, wenn die Lehrkraft was vorgibt. Wir treffen Johannes Tobel vom Erich-Kästner-Gymnasium Laatzen. Was noch als Grundvoraussetzung da sein muss, ist Offenheit und Haltung. Also als Lehrperson. Offenheit in Bezug darauf, dass ich zulasse, dass andere Produkte rauskommen, als die ich mir selber vorstelle. Und Offenheit auch im Prozess. Dass es mir egal ist, ob die nachts um 1 daran arbeiten. Wenn sie das gut können, dann sollen sie das bitte machen. Und nicht zu meiner vorgegebenen Zeit 5., 6. Stunde. Wir hören von Nils Winkelmann von der Cäcilienschule Wilhelmshaven. Ich glaube, dass so diese klassischen Lernphasen im Unterricht oft, ein bisschen böse gesprochen, Herrschaftswissen ist, was wir Lehrende haben, aber was Schüler irgendwie noch viel zu wenig haben. Also dieses Nachdenken über das Lernen, Meta-Lernen fehlt vielen Schülern. Und darum versuche ich das eben mit der Methode Scrum aufzubrechen, dass ich sage, naja, man muss halt wirklich schauen, ich lerne etwas Neues, ich muss dann versuchen, es zu verarbeiten, muss dann versuchen, das so weit zu durchdringen, dass ich das auch anwenden kann. Sie können dieses Lernangebot in einer Reihenfolge Ihrer Wahl nutzen. Es gibt die 6 Praxisbeispiele, die können Sie erstmal quer durchstöbern und dann einfach dort einsteigen, wo Sie sagen, das Thema, vielleicht das Fach, die Person, der Schultyp ist für Sie relevant und interessant und dort steigen Sie dann ein. Es gibt am Anfang einige einleitende Bemerkungen. Wenn Sie dieses Video hier hören, dann ist das gleich schon beendet. Und am Ende gibt es einige übergreifende Hinweise. Bei den 6 Praxisbeispielen können Sie auf 2 verschiedene Arten einsteigen. Entweder Sie hören erst den Podcast und schauen dann nochmal in die Materialien rein. Am Ende jeder Podcast-Folge gibt es auch eine kleine Inhaltsangabe, was in den Materialien zu finden ist. Oder umgekehrt, Sie stöbern erst einmal in den Materialien und schauen dann, ob Sie zur Vertiefung noch den Podcast hören wollen. Machen Sie es so, wie es für Sie hilfreich ist. Los geht's.